Ungeheuerlich, unsäglich, neue Dimension, Ermittlungen mit höchster Priorität, so der hessische Innenminister heute auf seiner Pressekonferenz. Nachfragen nicht zugelassen. Es mangelt nicht an markigen Worten oder an hohlem Pathos. Der Minister fühlt sich also hintergangen, mag sein. Unsäglich aber finde ich, dass offenkundig erst jetzt mit allem Nachdruck ermittelt wird. Was bitte ist denn in den knapp 2 Jahren geschehen, seit die Anwältin der NSU-Opfer Seda Başaryıldız die ungeheuerlichen Morddrohungen erhielt? Jedenfalls nichts, was die Täter eingeschüchtert oder gar gestoppt hätte. Im Gegenteil. Sie fühlten sich, anders als ihre Opfer, sicher und machten weiter. Schon als die NSU 2.0 Drohschreiben erstmals auftauchten, musste klar sein, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte. Aber die rechtsextreme Unterwanderung staatlicher Organe in Deutschland wird nicht aufgeklärt, sondern ein ums andere Mal vertuscht. Die Akten des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses etwa sollten zunächst 120 Jahre unter Verschluss bleiben. Jetzt dürfen wir schon 2044 nachlesen, was offenbar nicht offenbart werden darf. Ungeheuerlich. Rechtsextreme gibt es natürlich nicht nur bei der Polizei und nicht nur in Hessen. Gerade hat der Bundesinnenminister rechte Gewalt zur größten Bedrohung erklärt. Noch so ein hohles Pathos und zeitgleich eine Rassismusstudie verhindert. Aufklärung braucht anderes Personal. Rechte Gewalt kleinzureden hat in Deutschland eine unsägliche Tradition. Wir erleben gerade eine neue Variante. Große Worte, kleine Taten.